Hallo und willkommen wieder mal bei einem von meinen Videos. Wir spielen wieder Jurassic Park und diesmal ist der Marmor-LP mit dabei, also Yoshi. Hi. Ja, hi. Und ja, das ist wieder eine Szene am Anfang und ich bin gleich leise, also davor ist eigentlich nur passiert, wir haben einen Triceratops und wir sind einem Triceratops und einem T-Rex entkommen. Und ich glaube, jetzt versuchen sie wieder ins Freie zu gelangen. Ich weiß nicht, aber es schaut zumindest danach aus, weil er ein Gewehr in der Hand hat. Und ja, ich hoffe, euch stört nicht mein Mauszeiger, aber naja, den nimmt Camtasia leider mit auf und ich habe noch nicht irgendwie einen Weg gefunden, wie ich das wegmachen kann. Und schaut euch einfach die Szene an. Ich bin jetzt leise. Was glaubst du, wer hat gewonnen? Ich denke der T-Rex, weil er liegt ein Horn. Hoffentlich hat es Lady Margaret geschafft. Oh, stimmt. Wow. Das darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex, das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Oh, wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde auf den Tisch schauen. Cool. Also, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ohne Auto und Funkgerät bleiben uns nicht viele Optionen. Als Alexander Bell das Telefon auf uns zumindest steht die Stromversorgung wieder. Das sollte doch was nützen. Kannst nicht einfach das Display unterbrechen. Sorry. Das ist eine Szene. Die Videoverbindung steht. Wie haben Sie das gemacht? Leicht zu hacken. Das System wird nur von Bindfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie da raus. Wie kommen wir zu ihnen? Wir sind meilenweit entfernt und die Straße ist unterspült. Wir sitzen vielleicht in der Wildnis fest, aber die beiden stehen mitten auf der Hauptroute der Tour. Sehen Sie mal. Oh mein Gott, okay, du kannst jetzt was sagen, weil... Ach du Scheiße. Okay. Als Alexander Bell das Telefon erfunden hat, sah er zwei verpasste Anrufe von Chuck Norris. Happy. Okay, Sicherheit. Schnecke. Sicherheitszugriff, Kontrolle. Was? Gott sprach, es wäre zu wichtig. Hat wohl die Stromversorgung abgeschaltet. Warum sollten sie das tun? Warum sollten sie das tun? Komm schon. Komm schon. You didn't say the magic word. Oh, Dennis Nedry. Sie wollen ein Zauberwort? Ich hab da ein paar für Sie. Oh, oh, oh. Warte. Mal schon, wenn es kommt. Zack, zack. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Natürlich. Alles klar, wir haben Zugriff. Mal sehen, was wir damit anfangen können. What? Also ich glaube, ich hacke gerade, aber ich bin mir nicht sicher. Juhu. Okay, jetzt haben wir Zugriff. Jetzt haben wir Zugriff. Und was jetzt? Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich das gehackt und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen kann oder was. Na, das ist ja großartig. Also, ja. Wie komme ich wieder raus? Okay. Nein, da will ich nicht hin, Alter. Da will ich nicht hin. Komm, lass mich in Ruhe. Okay, ich check's irgendwie nicht. Nee, ich check's nicht. Tourfahrzeuge. Das klingt ja gut. Vielleicht können wir es mit einem Tourfahrzeug aufmachen. Na also. Ich hoffe, dass das System online ist. Online? Das ist doch mal was. Yay. Fahrzeug 2. Offline. Totalausfall. Wie oft habe ich gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird? Ziemlich oft.
Hoffentlich funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Komm, lass mich in Ruhe. Also irgendwie check ich es irgendwie nicht so richtig. Ist egal. Okay, meine Schäfchen. Ja, wart einfach da und ich schicke euch einen Wagen. Perfekt. Ein Auto. Willkommen an Bord. Hallo? Niemand weiß, dass wir hier sind. Du hast gesagt, ich soll niemals trampen. Außer du bist auf einer Insel voller Dinosaurier. Los, Liebes, holen wir unsere Patientin. Dass die ganze Zeit im Sterben liegt, ist auch wohl. Was bringt uns dieses Ding? Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. Wenn sie uns hören, wir müssen zum Besucherzentrum. Sieht aus, als wäre jemand verletzt. Ich bin überrascht, dass es nur einer ist. Bringen wir sie zum Zentrum. Na bitte! Ja, geht doch. Kann die Karre nicht schneller fahren? Das dauert ja ewig. Mariquita. Oh. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Wir bringen sie zum... Bastardo! Morirás por tus pecados. Ganz ruhig. Was ist los? Sie ist im Delirium. Sie halluziniert bestimmt. Mariquita. Angelito mio. Sie sagte, ich sei ihr Engel. Sehr interessant. Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen. Erholen. Mein Spanisch ist nicht so gut. Du kannst das, Liebes. Sag ihr, sie muss sich ausruhen. Mariquita, ¿qué pasa, mi amor? Joghurt, das klingt sehr nach Joghurt. Joghurt. Odia? La resta? Joghurt odia la resta. El yogur. Eso no tiene Was? Sentido. Sekunde, ich habe das nicht richtig gesagt. Joghurt. El? Come. El descanso? El come el descanso. Er isst die Ruhe. De qué estás hablando? Ups. Ich habe noch nie das gemacht. Tio. Evita. Evita. El descanso? Tio evita el descanso. Tio? Encontraron a Manolo? Sag ihr, sie braucht Ruhe. Ja, geht klar. Ich kann das nicht. Vielleicht das? Usted? Usted? Evita. Ich hab das noch nie gemacht. La resta? Usted evita la resta. Alter. La resta. ¿Por qué estamos hablando de las matemáticas? Ich glaube, La Resta bedeutet etwas anderes, als ich dachte. Okay, La Resta mal nicht. Ist egal. El. So, necesita. Ich hab el echt keine descanso? Ahnung. El necesita el descanso. Okay. Debería dormir. Ich glaube, das war fast richtig. Okay, er braucht Ruhe, warte. Tio. Necesita. Oh Gott, das ist falsch, Scheiße. El descanso? Tio necesita el descanso. Debería dormir. Ich glaube, das war fast richtig. Das war fast richtig. Usted? Necesita. Ich bin zurück. Okay. El descanso. El descanso. Die Wii ist kaputt, oder? El descanso. El descanso.
Sí. Sí. Estoy cansada. Na endlich. Ah, ich kann das echt nicht. Sorry, ich dachte, du redest nur einzeln im Spanisch. Naja, ich habe etwas kann ich wieder reden? Abgerundet. Nein. Entschuldigung. Da gibt's fast nur Szenen, du Mongo. Da kannst du nicht viel reden. Ich sag's dir. Aber wenn du dort weggehst, wenn du reden kannst, dann kann ich auch nicht helfen. Okay, gut. Also die Szene ist anscheinend vorbei, weil ich werde da immer hergeleitet, wenn das vorbei ist. Also würde ich mir sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch. Da oder gebt mir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da oder abonniert diesen Kanal. Und jetzt kannst du noch was sagen, Lisa. Jetzt. Schnell. Okay. Hallo, Freunde. Die Aufnahme ist vorbei, stimmt's? Nein, die Aufnahme ist nicht vorbei. Ich habe keine Ahnung, was du redest. Ach so. Okay, dann danke fürs Zugucken. Na gut, bis dann. Ciao.